Hallo meine lieben Marsianer da draußen und herzlich willkommen zurück bei Surviving Mars. Wir arbeiten uns hier gerade eben immer noch hier so ein bisschen heran, versuchen das ganze System zu verbessern. Das hier kann ich auch noch verbessern, kostet alles Polymere. Wir haben hier jetzt eine richtig geniale Polymerisationsfabriken. Ja, Polymere, multiple Polymerfabriken, Polymerisation, ne? Mein Gott. Wir brauchen mehr Strom, habe ich festgestellt. Ich bin immer überlegen, ob wir das Ganze über einen Fusionsgenerator hier lösen sollen. Um Leute hier einerseits in Lohn und Brot zu führen und andererseits unser Stromproblem damit in den Griff zu bekommen. Hier wäre ein sehr, sehr guter Ort dafür, weil hier überschneiden sich die ganzen Dingens hier wunderbar. Die ganzen drei Kuppeln. Deswegen halte ich das für eine gute Idee. Denn ihr seht, was unser Stromsystem gerade eben macht. Meckern. Und ich würde behaupten, zu Recht. Es meckert zu Recht. Das kann so nicht weitergehen. Ich baue das jetzt hier mal alles aus. Trotzdem müssen wir das irgendwie anders lösen auf lange Sicht hin. So, das Geile ist aber, dass wir eventuell diese doppelten und dreifachen Elektronik-Läden gar nicht mehr brauchen, ne? Das sind so Dinge, die muss ich mit der Zeit erst noch rauskriegen. Ist immer noch voll, das Teil hier. Keine Ahnung, ob das jetzt nachhaltig jetzt irgendwann mal irgendwelche Ingenieure werden. Wird sich zeigen. Das sind, glaube ich, sau viele Leute, die jetzt hier überall da in die Mars-Universität hier oben gehen. Auf jeden Fall haben wir unser Betonproblem. Also die Betonkrise scheint überwunden zu sein. Ja, und das hier auch. Guckt euch das mal dann, ne? Easy going. Alles schon weg jetzt hier. Blanke Irrsinn. Gut, den Teil haben wir geschafft. Wie viele Arbeitslose haben wir jetzt noch? 22 Kolonisten. Auch das werden wir irgendwie in den Griff kriegen. Wollen und müssen. So, Moment, zack, 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 zack. Die zwei reichen hier in Zukunft. Das ist ausreichend genügend Platz für den zukünftigen Schrott. Hier fehlt jetzt nur noch Beton und ein bisschen Polymer. Die produzieren 13,7, die 14,2 und die 13,2. Also eigentlich genügend, was wir jetzt hier an Polymeren hier herstellen sollen. Also, hypothetisch gesehen ist das wahrlich genug. Naja. In der Praxis wird sie es zeigen, ne? Wie sieht's denn mit dem Wasser aus? Unser Wasserhaushalt, was sagt der? Sag mal, ich kann machen, was ich will. Es wird immer weniger. Ich habe das Gefühl, es wird einfach immer weniger. Die Leute verbrauchen immer mehr Wasser. Achso, ja, das könnte daran liegen, dass der hier keinen Strom hat. Wenn der Strom hat, dann ändert sich das vielleicht so ein bisschen. Aber es ist trotzdem überraschend krass. Hier muss ich wahrscheinlich jetzt nochmal hergehen und dann doch nochmal hier jetzt diesen einen weiteren Wasserextraktor hinsetzen. Komme ich nicht drum rum. Stromkabelig verbinde ich das hier mit. Und das Rohr. Könnte ich hier entlang führen. So. Dann
graben wir jetzt halt auch schon hier dieses tiefliegende Wasser an. Für das Gesamtsystem. Müsste ja gehen. Hier arbeitet keiner mehr. Lustig. Und hier? Da sind wir auch noch ein gutes Stück davon entfernt, das hinzubekommen. Ui! Was ist denn das? Mole-Erweiterung 1, 2, 3? Ui. Ui. Metall. Metall. Baukosten des Upgrades. Ach du Kacke. Gut, momentan brauche ich das noch nicht. Aber das ist ja mal krass. Heiliges Kanonenrohr. Kann ich das auch mehr mit sowas hier machen? Nee, kann ich leider nicht. Schade. 800 Maschinenbauteile. Ja, genau. Die haben wir ja mal so spontan. So, hier wird es hoffentlich gleich unser Stromproblem gelöst, das kritische Ausmaße angenommen hat. Hier sind nämlich jetzt die Dinger leer. Bin ich gespannt, ob die Leute jetzt hier in Lohn und Brot gehen. Oho. Ja, das Erste, was ich mache, ist gleich schon hier die Arbeitsplätze verringern. Er produziert allerdings jetzt schon 70 Strom. Das dürfte das Gesamtsystem ja zu spüren bekommen. Ne, tut's nicht. Ich weiß nicht warum. 66 Strom. Ich weiß nicht, warum das System das momentan das nicht spürt. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Lade. 1. Also gut, es lädt auf. Das mache ich auch noch. Strom. Wisst ihr was? Ich gehe auf Nummer sicher. Ich mache hier noch so einen Akkumulator hin. Einfach so direkt daneben. Passt. Geht da sogar noch einer daneben? Nö, leider nicht. Hier würde noch einer hingehen. Aber das hilft mir nicht wirklich weiter. Hier würde noch einer hingehen. Ich mach das jetzt einfach. Baut mir das Zeug dahin. Kostet nicht viel. Bisschen Beton, bisschen Polymer. Dinge, die niemandem wehtun. Arbeiten immer mehr Leute. Sehr erfreulich das. Die Arkologie hier ist voll. Das hier wollte ich ohnehin wegmachen. Ich wollte mir jetzt hier die hängenden Gärten hinmachen, ne? Von denen hoffentlich alle Menschen hier profitieren können. Wir werden es erleben. Ich meine, die Leute kommen immerhin hierher, um zu studieren. Wir sehen, wir machen hauptsächlich, ja, wir machen Botaniker, wir machen Ingenieure, wir machen auch Wissenschaftler, wir machen Mediziner, wir machen alles. Deutet für mich stark darauf hin, dass es funktioniert. So, hängende. Oh. Das sieht interessant aus. Tja, das ist mal perfekte Raumnutzung, ne? Denen fehlt wie immer der Sprit. Kannst machen, was du willst. Treibstoff ist in diesem Spiel mehr wert als Gold. Mehr wert als Edelmetall. Was sagt jetzt hier das Wassernetzwerk? Immer noch minus 0,5. Sag mal, was soll ich denn noch machen? Und
Das Ding ist schon leer, ne? Das ist der einzige Grund, glaube ich, hier letzten Endes, der dazu führt, dass da jetzt nicht mehr so viel produziert wird. Ist noch nicht da. Da fehlen die Maschinenbauteile. Wäre voll toll, wenn ihr das jetzt mal hinbekommen würdet hier. Hier oben sind auch noch ein paar Leute arbeitslos. Da konnte ich noch mal ein paar Drohnen hinsetzen. Ich würde halt gerne wissen, wie das jetzt hier oben mit dem Wasser aussieht. Aber ich glaube, das ist dann immer noch minus 0,1. Dinge, die mir nicht weiterhelfen, finden gerade eben statt. Minus 7,4. Sogar hier haben wir ein Problem mit Strom, wisst ihr? Das halte ich für absoluten Quatsch, aber ich kann es nicht ändern. Ich bin mir gerade immer noch nicht sicher, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Macht es jetzt hier mal so, ne? Falls es irgendwie doch nicht geht mit dem Stromsystem und auch das Wassersystem, bin ich mir nicht sicher, ob das so funktioniert, wie es soll. Ich hätte eigentlich erwartet. Hallo? Ich wollte da ein Rohr hinmachen. Vielleicht darf dann doch kein Gebäude dazwischen sein. Ich bin mir gerade eben nicht so ganz sicher. Ich verstehe nämlich nicht. Eigentlich müsste das Wasser gleichmäßig runtergehen. Es tut's aber nicht. Da kommt jetzt das Beton. Oder der Beton, Entschuldigung. Das Beton, genau. So ein Quatsch. Es sind noch zwei Stück, die fehlen. Dann bauen sie es auf. Und gleich fertig. Sauber. Das ist ja noch hingebaut. Wassererzeugung 37. Wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Dann machen wir jetzt hier noch Wassertürme hin. Um auf Nummer sicher zu gehen. Kriege ich da noch einen rein? Ja, ich krieg noch einen rein. Drei Wassertürme müssen reichen. Krieg ich halt hier dieses Metall nie wieder abgebaut, aber irgendwie kriege ich das Metall doch noch in naher Zukunft, keine Sorge. Wir gucken mal ganz kurz. Wo ist denn der Metallextraktor? Ja, im Zweifelsfall muss ich das einfach hier so machen. Das wird schon irgendwie gehen, und wenn einfach bloß das Teil hier wegkommt, das wird. Aber wie gesagt, Metall ist nicht unsere Sorge. Definitiv nicht. Andere Dinge sorgen gerade eben so ein bisschen. Ich glaube, die kann ich echt stilllegen. Spart Strom. Zumindest ein bisschen. Höhe 0. Also jetzt ist auf jeden Fall das Wasser auf einem ebenen Level. Wassererzeugung 3, zumindest derzeit noch. Ist halt krass, ne? Also das Wasser wird dann doch noch weiter erzeugt. Kann ich eigentlich so einen Teil auch ohne? Ne, kann ich nicht. Ich kann sie einfach irgendwo hinmachen und quasi den Rest des Wassers rausleachen, der dann eigentlich nicht da sein dürfte. Schade. So ein bisschen exploiten, ne? Für Profis. Geht nicht. Habe ich hier irgendwo nochmal Wasser unterwegs? Nur hier. Dem fehlt allerdings der Strom. Wie ich eben feststelle. Ein Umstand, der mir nicht weiterhilft.
Und dass ich jetzt das hier so scheiße geplant habe, hilft mir auch nicht weiter. Ich meine, das hier. So, also dem Ding hier fehlt Strom. Dann würden wir auch mehr Wasser erzeugen. Jetzt wird hier quasi das Stromkabel gebaut. So, und jetzt müssen wir nur noch das Stromkabel hier bauen. Und dann hat er hier Strom. Irgendjemand sollte jetzt hier mal hergehen und Metall dahin pflanzen. Tut aber keiner, weil kein Metall da ist. Jetzt kommen sie an. Sehr gut. Fertig. Man sollte jetzt eigentlich auch drei oder sowas produzieren. Strom ist jetzt da. Er produziert immer noch nichts. Jetzt produziert er 6,3. Ausgezeichnet. Endlich. Erhöhe. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es hingekriegt. Ich habe mir echt schon Sorgen gemacht. Ich hatte mir echt schon Sorgen gemacht, aber jetzt funktioniert das endlich wieder. Ja, das Gesamtsystem funktioniert jetzt endlich wieder. Wir haben schon wieder mehrere nicht mehr funktionierende Gebäude. Ich weiß nicht, welche das sind und warum die nicht mehr funktionieren. Angeblich funktioniert das Gebäude nicht, weil kein Treibstoff. Shit. Ja, das mit dem Treibstoff ist schon wirklich ekelhaft. Dass es nicht so funktioniert, wie es soll. So, inzwischen haben wir es hier auch ausreichend Mediziner, die teilweise jetzt hier von Ingenieuren geleitet wird. Kriegst du ja echt künstliche Hüften. Ich habe einen Schnupfen, auch sie kriegen eine künstliche Hüfte. So in der Art. Das ist das, was wir anbieten können. Seien Sie doch zufrieden mit der künstlichen Hüfte. Hm, das ist unsere Landeplattform. Cool. Ah, und die hängenden Gärten sind fertig. Ist da jemand drin? Ich sehe gerade niemanden drin. Wow. Da ist die Treppen. Geht da jetzt jemand hoch? Keiner will die hängenden Gärten betreten. Doch, da laufen Leute. Moment, ich mach mal langsamer. Da. Da sitzt jemand. Spannender, ne? Ihr müsst euch mal in die... Ihr müsst euch mal jetzt in diese Menschen hineinversetzen. Du liegst jetzt hier unter diesem Baum auf dem Planeten Mars und guckst den Marshimmel an. Neben dir ist ein See, das Wasser plätschert friedlich vor sich hin. Das muss der Wahnsinn sein. Das muss das Gefühl sein, als Mensch, wo du dir sagst, ja, als Menschheit haben wir es geschafft. Das muss genau das Feeling sein, Leute. Der absolute Knaller. Finde ich gerade sehr, sehr zufriedenstellend. So. Und nun? Wassersystem funktioniert, Stromsystem, Status inaktiv. Warum? Minus 0,3. Minus 3. Was soll ich denn noch machen? Ich tue die doch alle schon hier upgraden, wie blöde. Ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Noch einen weiteren Stirling-Generator dahin klatschen. Hier so hin. Mit erhöhter Prio. Damit uns hier nicht der Strom ausgeht. Wenn ich das noch anmachen würde, würde ich nochmal 30%. Dann hätten wir 1,2, aber dann würden wir wieder saumäßig viel Sprit verbrauchen. Ohne Sprit wird die Produktion fortgesetzt, der Bonus geht allerdings verloren. Hab jetzt schon Spritengpass.
irgendwo 18 Sprit. Aber mit Betonung auf irgendwo. Wir nehmen hier noch ein Treibstoffdepot. Hier so hin. Weil wir haben ja das jetzt hier, ne? Die würden alle davon profitieren. Wahrscheinlich bräuchte ich nochmal so ein treibstoffproduzierendes Gerät hier. Was forsche ich eigentlich gerade eben? Die magnetische Extraktion. 50% mehr. Sag ich auch nicht nein. Wenn sie das hinkriegen. Bringt mir die Polymere. Wisst ihr, wir haben hier so viele Polymerfabriken. Trotzdem haben wir ein Problem mit Polymeren. Minus 2,1. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Strom hasst mich. Go, go, go. Das hier bauen wir noch in dieser Folge. Irgendwie müssen wir das noch hinkriegen. Do it. Maximalgeschwindigkeit. Naja, meine lieben Freunde, ich sage auf jeden Fall jetzt schon mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi und ade. Das kriegen wir noch hin.